Barakallahu fikum, 5 Minuten vor Sonnenaufgang. Wenn man 5 Minuten vor Sonnenaufgang aufsteht und Fajr betet, kann man Fajr beten, dass wir Frühgebet beten, oder soll man warten? Doch, du kannst beten. Du machst schnell Wudu und dann betest du hier Pflichtgebet als erstes und nicht so nah, weil du nicht so viel Zeit hast. Und nach Sonnenaufgang, 10 Minuten oder so, betest du Sunna. Wie macht man das? Da macht man Wudu und da betet man schnell, Barakallahu fikum. Nämlich, wenn du ein Rak'a recht bevor die Sonne aufgeht, dann hast du Frühgebet erreicht. Natürlich, das passiert, wenn man verschlafen hat oder wenn man vergessen hat. Und der Prophet sallam, hat uns eine Grundregel dafür gegeben: Wenn jemand ein Gebet verschlafen hat oder ein Gebet vergessen hat, dann die Sünde dafür ist, das Gebet zu verrichten, wenn man aufsteht oder wach wird oder wenn man sich erinnert, Wallahu ta'ala ala. Das ist, wenn 5 Minuten oder 10 Minuten noch dabei bleiben. Aber wenn das überhaupt keine Zeit bleibt, dann wartest du, bis die Sonne richtig aufgeht und danach betest du, Wallahu ta'ala ala ala. Na. Ist es ein Problem, wenn jemand immer 5 Minuten vor Sonnenaufgang Fajr betet? Ja, das ist ein Problem. Dass man absichtlich immer Frühgebet verspätet bis 5 Minuten vor Sonnenaufgang, ist falsch. Sollen wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und der Zeit beten. Und diese Sache ist, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Das ist weh den Betenden, die beten, ja, aber die, was machen sie? Die verschieben das Gebet nach hinten, nach hinten, nach hinten, bis die Zeit zu Ende ist. Barakallahu fikum, sagt man. Deshalb soll man vorsichtig sein, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.